Вот такое вот. И все это дело выливаем сюда. Was habe ich gerade gesehen? Scheiße! Heute geht's um Splitika. Sie ist eine russische Telegram-Influencerin. Ihr habt richtig gehört. Telegram. Wisst ihr, warum Telegram? Weil sie postet auf Telegram Dinge, die man einfach auf Instagram, YouTube und anderen Social Medien nicht posten kann. Ey, jetzt mal ernst, Leute. Sie macht so krassen Content. Ich finde sie nicht mal auf Wikipedia. Schaut einfach mal hin. Da ich ja CEO bin von kaputten Videos. Okay, sie ist nicht so kaputt wie ihre. Sie ist anders krank. Muss euch wieder was einblenden. Ganz kurz an alle, es handelt sich nur um Ketchup. Schaut hin, wenn man dieses Ketchup so streicht, kommt das Rote da. Und deswegen hat sie es in den Mund genommen. Okay, YouTube, es ist wirklich nur Ketchup. Falls manchmal von euch aufgefallen ist, ich habe das T-Shirt gewechselt, weil ich habe zu viel geschwitzt. Und es ist nur Ketchup! Here we go again. Übrigens heißt Splitika mit richtigen Namen Varvara Makarova. Natürlich müsst ihr verstehen, dass sie jung ist und gerne trinken geht. Wer trinkt denn heutzutage nicht? What's this doing in here? It's no good. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja ganz normal, oder? Natürlich ist es normal. Ich trinke ja auch manchmal. Ich rede gerade von Cola. Neben den erwachsenen Getränken trinkt sie ja doch etwas anderes. Und zwar Urin. Ja. Wahrscheinlich enjoyt sie dieses Urin genauso wie Cristiano Ronaldo seine Getränke enjoyt. Hey Geoffrey, trinkst du eigentlich manchmal Urin? Ich glaube, das würde doch stehen, oder? Weil du bist doch auch so richtig kaputt, du hast immer eine Maske an. Wie diese Influencerin, diese russische da. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Sie heißt doch Siegfried, oder? Neu Dix, du meinst doch die Spilliger. Ich bin nicht so einer, ich trink sowas nicht. Aber weißt du, was ich mag, oh? Ich besorge mir Pfand und fahre dieses ganze Urin zu ihr, weißt du, wie ich mein? Beziehungsweise, wo ich wie ich mein? Wir müssen auch Schwäbisch reden. Du redest Schweizer Hochdeutsch oder Kanakerdeutsch. Immer schön auf Schwäbisch reden. Wir bauen einen Hektar. Da passen 100 Fans drauf. Ach, Geoffrey, du bist echt eine Katastrophe. Ich, Tix57, kenne ihn nicht. Und falls euch dieses Format gefällt, falls ihr es witzig findet, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Like da. Weil, da mache ich sowas öfters. Und noch was. Noch kurz Shoutout an. Ton verändert und Pepzilla. Nice. Ich hoffe, ihr beiden seid auch nicht mal verstört. Dieses Video ist einfach krank. Wie seid ihr drauf gekommen? Merkt euch eine Sache. Wenn man aber zu viel Alkohol konsumiert oder andere Dinge wie Pillen, kriegt man ab und zu Psychosen. Oder man wird einfach verrückt. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ja, und was passiert dann? Richtig, man reißt sich die Haare raus. So wie Splitika. Hallo, lieber Herr Olaf Scholz. Haben Sie dieses Video gesehen? Das war doch das perfekte Video gegen den Konsum von Drogen. Vor allem junge Leute können sich von diesem Video etwas davon abschneiden. Finden Sie auch nicht, Herr Scholz? Herr Scholz, arbeiten Sie dagegen. Arbeiten Sie gegen diese Drogen. Und promoten Sie dieses Video. Und Leute, wisst ihr was? Ich bin fertig, ich habe keinen Bock mehr. Das reicht. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video. Ganz, ganz wichtig für Algorithmus, weil da mache ich sowas öfters und ausführlicher. Also dann, ciao, ciao.